Ja, gut. Kann man doch bestimmt als Emote. Ach, als Dingens reinmachen. Mache ich dann als Follower-Emote oder sowas. Hallo Tom. Guten Tag zurück. Herzlich willkommen zurück. Soll ich das als Follower-Dingens machen? Das ist ja süß, ne? Dann ist er die ganze Zeit die Hand. Oh. No joke. Ich glaube, ich hätte lieber einen Endhorn behalten und dafür dann Garados ins Team genommen. Oh, naja. Geh raus. Ich nehme einfach irgendeinen Controller, kannst du mal den ersten. Okay. Schon ärgerlich. Mann. Guck mal. Oh, guck mal. Guck mal. Hi. Hey, du! Du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du willst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren, hm? Ja? Ja. Hehehehe. Na gut, wenn du darauf bist. Oh, Moment. Peach. Entschuldigung, hab ganz vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Räusper, du darfst mir vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Ja, haha. Eine unglaubliche, fantastische Erfindung. Es ist keineswegs zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt ein kleines Problemchen. Ob ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um die auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik, Himmelsritt, beizubringen. Pikachu! Oh, immer langsam mit den jungen Ponita. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir, dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle, also los. Du musst erst hier und anschließend da, Moment, hier drüben, genau die Steuerung. Mit dem Ballons geht's aufwärts, du musst hier und dann da. Ui, verstehst du? Was? Chipper, die geile Technik, Himmelsritt erlernt. Wusstest du, dass Pikachu ein Flug-Pokémon ist? Klar. Mit der Geheimtechnik Himmelsritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Chup spielen und dort die entsprechende Geheimtechnik einzusetzen. Hier schenke ich euch meine Erfindung. Drehe damit ein paar ordentliche Runden durch die Lüfte für mich, ja? Yo, Bro. Dankeschön, Bro. Sitzt du dann bei Pikachu auf dem Rücken und fliegst? Werden wir jetzt sehen. Spider-Man kann richtig viele Gluraks im Himmel treffen. Himmelsritt? Nach Lavandia. Warum macht er so? Warum kann man hier so? Okay, egal. So, auf geht's nach Lavandia. Lol, okay. Oh, wie süß. Das sieht aus wie so ein... Keine Ahnung. Wie so eine Babyschaukel ist das. Ja. Wow. Jo, hier ist Team Rocket wieder. Lass mal Pokécenter. Stimmt. Enteron abgeben, ne? Guck mal, wie der aussieht. Ich hasse ihn. Ich will Enteron zurück. Mir läuft niemand mehr hinterher. Ups, falsche Schwester Joy. Ich hab die verwechselt. Hey, Moment! Warum haben wir unser Nidoran nicht im Team? Keine Ahnung. Ach, das hat sich schon entwickelt. Okay, jetzt Nidorino. Wo kriegen wir eigentlich einen Mondstein her? Da haben wir noch keinen. Hat da einer eine Ahnung? Haben wir eigentlich schon Pokémon gefangen? Oder ist man eine Streak mit Nidoran immer noch? Nee, haben wir nicht. Meinst du, wir sollen Nidoran sammeln oder ist das scheißegal? Ist das Zagasso jetzt hier irgendwo? Weiß ich nicht. Dann wurde Tragosso Mutter, also, genau. Team Rocket schnappt sich ein Knogger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Tragosso sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Tragosso in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten auch nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verstohlenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. Gespenster sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. So sieht's aus, mein Freund. Aber durch Gespenster kann man ja relativ leicht durch. Weil die sind ja... Wow. Du kommst genau richtig. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen? Ja. Klar. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Was, ich geh auch mit.
Typischer Nino-Joke. Na und? Darf ich nicht? Nein. Nox ist weg. Ich dachte, wir gehen zusammen. Nö. Aber mit Enteron. Aber wenigstens kann er mit... Okay. Wollte gerade sagen, wenigstens kann er mithalten. Böber, also gibt's hier wirklich Gespenster. Oh, Nino, was hast du denn da? Das Hilskop hat die wahrgestellte Gespenster enthüllt. Oh mein Gott! Es war Nebulax! Oh, wie groß ist Wahnsinn. Das denn? Die Gespenster sind also in Wirklichkeit nur Pokémon. Lol, und die sind jetzt weg. Ich will nicht kämpfen. Wir gehen außen rum, Jenny macht später die Kämpfe. Ja. Damit wir in der Story ein bisschen vorkommen. Unsere Pokémon sind halt sowieso schon relativ überlevelt. Würde ich sagen, ne? Da oben ist halt ein... Kann ich auch holen. Okay. Ich bin weg. Tschüss. Außer ihr sagt jetzt, nö, Nino. Das ist, nein. Das macht man nicht. Du bist ein Fiesling, wenn du da einfach vorbeiläufst. Und dann ignoriere ich das einfach, dann lese ich das einfach nicht vor und mich juckt es nicht. Und dann gehe ich trotzdem dran vorbei. So sieht die Realität nämlich aus. Junge, Enteron, du wirst noch gesehen. Hallo? Ah! Oh. Ha, ja! Ist da noch ein Item da oben? Kann ich auch gucken. Ich sehe da aber nichts. Da hinten ist hundertprozentig eins. Ha, ja! Ninja. Superheiler, geil. Hurra! Ui, da bist du. Hallo. Dann ist, glaube ich, keins mehr gewesen. Ja, wir haben es geschafft. Da werden, glaube ich... Ah! Ein Geist. Chill, chill, chill. Oh, nein. Ah, alles gut mit dir? Geh weg. Fordere das Schicksal nicht heraus. Ah, wir müssen gegen sie kämpfen. Hört sie auf. Enteron, stell dich vor, kämpfe wie ein... Enton. Werde einer von uns. Okay. Das ist schön gesagt. Jetzt brauche ich nur noch die Anziehsache. Die Augen habe ich schon. Zumindest die Augenringe davon, ne? Geil, Baba. Ah. 25 nur. Bisschen enttäuschend. Mach hier dein Knirscher. Mach mal Bodycheck. Echt? Mach mal. Nein, oder? Mach mal ruhig. Adoptiert doch. Mach mal. Nein. Ich will auch angreifen. Mach mal, bitte. Damit ich auch angreifen kann. Es geht zwar durch, aber egal. Bam! Guckt euch das an! Ikoron. Das ist die Macht von Ikoron. Oh, ein Volltreffer. Okay. Wow. Danke. Jetzt hast du Ikoron auch mal gegönnt. Oh, was für ein Albtraum. Was? Hui. Weiter geht's. Ein Pokebällchen. Ein Nugget. Chicken Nugget. Geil, jetzt haben wir schon zwei. Also, gerade auch schon eins gefunden. Das heißt, wir haben fast ein kleines Nugget-Menü. Also, fast können wir damit ein Happy Meal auf jeden Fall füllen. Okay. Dein Pokémon wurde vollständig geheilt. Oh, wie nett. Geil. Schön. Müssen wir oben lang? Ah, da müssen wir kämpfen. Ja, ich hab schon verstanden. Wir wurden vollständig geheilt, ich weiß. Gehen wir unten lang? Warte, wir müssen die austricksen, Achtung. Guck mal, das Nebulak da oben trickst sich einfach selber aus. Hä? Schanera. Alles klar. Also, das haben die auf jeden Fall auch leichter gemacht, dass man die Gegner leichter... Früher war da Schwester Joy. Warte, was? Früher war da der Schwester Joy. Stimmt. Ja, jetzt ist er schon Nero. Hast recht, jo. Haha, Riesenperle. Oh, ich bin fast gelaufen. Irgendwie kann man. Ich glaube, man kann die Trainer auf jeden Fall leichter austricksen. Ja. In dem Spiel, oder? Das ist ja voll easy. Also, wir haben es ja eh nicht nötig, gegen die zu kämpfen, so, ne, aber.
Selbst die kann man. Und nochmal nach unten. Danke. Und noch links. Danke. Das war leicht. Enteron. Fast richtig gemacht. Guck mal, er macht mir nach. Oh. Der Knopf, der triggert manchmal nicht hier, der Stick. Oh. Oh, Hyperbälle. Man kann auch später Meisterbälle halt so irgendwie öfter wohl finden. Und es ist so, wenn wir zu zweit fangen und ich einen Meisterball einsetze und du einen Pokéball, dann ist der Pokéball genauso wie ein Meisterball. Also wenn ich einen Hyperball verwende, kannst du einen Pokéball verwenden und beides ist so stark wie ein Hyperball. Irgendwie so. Cool. Da braucht man halt nicht zwei verschwenden. Okay, Szene. Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Das war noch größer als das vorhin. Ino, mach doch mal das, was du vorhin gemacht hast. Das ist so ein richtiger Max. Richtiger Fucking. Oh, tut mir leid, ich muss voll viel Bilder machen. Oh. Das ist cool, das ist ein gutes Foto geworden. Oh. 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 Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragosso. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Tragosso, du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tra. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Hör mal, Nino, ich wollte Gosso nicht alleine lassen, deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn nach Hause leiten könntest. Wird erledigt. Du hast wirklich kein bisschen Angst, was? Da werde ich gerade neidisch. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Du hast Gosso ganz allein aus den Händen von Team Rocket befreit. Seit dann bist du so ein starker Trainer. Trainiere. Egal, dann kann ich diese Sache ja beruhigt dir überlassen. Komm, Tragosso, gehen wir. Tra. Oh, das war... Chimera, ey. Das war schon cool gemacht. Das war schon echt geil. Nee. Also so. Ich bin weg. War schon traurig. Tom, holt auf. Es ist schon komisch zu sehen bei Kanälen, denen du folgst. Papa Platte 3,7k Zuschauer, Peace Me 3,1k Zuschauer, Talukat 1,4k Zuschauer und dann Nino 4 Zuschauer. 4K, ja. 4K. Ja, was soll ich machen, ne? Junge, hau ab da! Ich hätte halt auch mal früher anfangen sollen. Mann. Junge. Ich komme da nicht durch, glaube ich. Also ich... Oder? Komme ich da durch? Bleib ich jetzt gefangen, wenn ich da stehen bleibe? Guck mal, ich komme da jetzt... Ah! Junge! Ja! Ah! Ich glaube, ich benenne mich um in Pete Sneak. Verstehst du mal? Egal. Okay. Darf ich die Nebulak-Weiterentwicklung da werden? Dafür musst du erst zum Geist werden. Also kann ich dir gerne helfen, wenn du willst. Nein, mal schauen, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, welche Pokémon wir... Also wenn du Gengar sein willst, gerne. Stehen geblieben, Team Rocket hat... Wir können keinen Gengar haben, wir können keinen Gengar machen. Um Gengar zu kriegen, muss man Apollo tauschen. Aber wir können nicht tauschen. Oh. Stehen geblieben, Team Rocket hat immer Vorfahrt. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung an den Nagel gehängt hast, aber damit ist jetzt Schluss. Du wirst wieder in den Laborkittel schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es, uns zu ignorieren. Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's nur ab. Jetzt fällt der um und ist tot.
Wie in dem Anime heute? Ja. Gestern? Hey, wir halten im Alten gerade Stand, Pauke. Wenn du uns dazwischen funkst, kannst du was erleben. Okay. Jetzt kann ich den Nachbier binden. Gerne. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern nicht raus. Ich dachte, Jesse von Team Rocket und James von Zalando. Was? Haben wir die nicht gerade erst im Versteck noch besiegt? Ja, ne? Mit den gleichen Pokémon. Aus welchem Grund jetzt? Also, jetzt mal im Ernst. Wir haben die hatten Pokémon 2 Level niedriger, glaube ich. Ich kann nicht kämpfen. Warum nicht? Loser. Guck mal, ich kann nicht ganz alleine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann, ihr seid doch beide unfähig. Ach, ich lasse die gleich beide frei. Das ist sowas, was ich nie verstanden habe. Giftblick paralysiert den Gegner. Warum vergiftet Giftblick nicht? Verstehst du? Ich check das nicht. Ich check Tom nicht. Ich auch nicht. Was ist das, Tom? Sieht aus wie ein kaputter Geist. Auf mir nie geht's auch nicht. Tschüss. Smog, Smog. Ein richtiger Schmock. Jetzt paralysiert, jetzt greift er nicht an. Dankeschön, vielen Dank. Smackmock. Was ist ja eigentlich los? Das wirst du noch bereuen. Du gewinnst 3000 Dankeschön für das Geld. Ihr Dummköpfe. Dass sie jedes Mal gegen mich kämpfen wollen, damit ihr Geld verdienen können. Aber warum geben die denn immer noch Geld dazu? Du reicht doch, wenn die verloren haben. Wir sind auf der Straße verprügelt und... Dann gehen wir eben nach Sofman City und machen drauf. Bei der Übernahme der Sylph Company mit. Was haben wir wieder? Tschüss in den Ofen. Pizza in den Ofen! Jo, alter Mann. Ich meine, Sir. Fuji. Mr. Fuji. Wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was Team Rocket soll es? Wie kann man? Ich hatte gar keinen Bock, da auf meine Stimme so zu verstellen. Team Rocket soll es auf mich abgesehen haben. Ich war so damit beschäftigt, Knockers Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ah, wie es scheint, hat Knuggers Seele endlich Frieden gefunden. Okay, das dauert einfach 100 Stunden, das ist richtig anstrengend so. Bitte, begleite mich doch zu mir nach Hause. In der Zeit, wo du das vorgelesen hast, hätte ich den schon längst nach Hause begleiten können. Ich möchte mich bei dir bedanken. Gib Geld, Money. Nino. Warum ist die Musik da drin? Wenn du dein Pokémon nicht genug Liebe und Respekt ergeben, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier, ich bin nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Du erhältst die Pokéflöte von Mr. Fuji. Du verstaust das Item im Beutel. Der Klang der Pokéflöte hat eine belebende Wirkung. Es weckt selbst die müdesten Pokémon. Merkt ihr das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest? Also ich finde mich jetzt besser. Ja. Nino. My name is Bill Gates and today I'll teach you how to count to 10. 1, 2, 3, 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Von 1, 2, 3, 7, 8, 10. Mann! Ich mach nichts! Hier habe ich deinen Tee. Der Tee riecht wirklich verlogen. Wie bitte, du schenkst ihn mir? Oh, das ist aber nett von dir, danke. Bitte, look. Da tut das gut, ohne Tasse in der Hand. Einfach so, er trinkt so. So, aus den Molekülen in der Luft. Der inhaliert den so, oh ja. La. Und dann rennt er rüber und teilt den Tee mit allen anderen Wachmännern so. Eine Tasse. So.
Guck mal, der steht einfach noch hier so, aber in Wirklichkeit ist er schon drüben. Kannst verdoppeln. Komm mit, du süßes Viech. Du, es ist ein bisschen zu spät für dich. Warum? Ich wollte schlafen. Oh mein Gott, nein, das ist Team Rocket, ich hab Angst. Hallo. Weißt du, dein Pokémon ist größer als er. Die ganze Stadt soll also bald Team Rocket gehören. Ist das so? Die Stadt war mir immer ein bisschen zu groß. Ich bin da nicht so ganz klar gekommen, weil es so viel zu geben und sehen gab. In einer Stadt, wo Team Rocket regiert. Ah! Okay. Also das ist doch die Höhe. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein. Und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugte? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, mein Geduld ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Jessie, warte auf mich. Mio. Der dreht sich immer noch. James, warte auf mich. Gut, da können wir durch. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Dann ist was falsch mit dir, du Sadist. Ey, ich will das Item ran. Nein. Gib mir das. Oh. Ich bin so gut. Outplayed. Oh, zwei Arenen. Ach, das eine ist eine Kampfarena. Richtiger Max. Geh weg! Nach Amren, okay? Was hat sie, will sie denn für ein Pokémon haben? Ja, wo? Mal gucken. Vielleicht habe ich das Pokémon. Zeig ihr doch mal ein richtiges Pokémon. Will sie einen Raupi sehen oder will sie lieber ein Okay, sie ist mega klein. Okay, ich habe nichts gesagt. Was ist ihr Lieblings-Pokémon? Mauzi. Ich glaube auch. Dann hätte ich. Ich habe alle Pokémon umbenannt. So sieht's aus. Wollen die 14? Ich bin mindestens 15. Ich mach mal ein bisschen so, damit man dich ein bisschen mehr sieht. Ich bin der Trainercoach, der dem Kampf-Dojo zugeteilt wurde. Ha ja! Ich bin im großen Teil Kampf gesegnet, ja. Kämpf! Ha ja! Ja! Oh! Tutu! Easy Clap! Ben! Okay, gewinnen. Hau mal raus. Machok. Nee, der heißt noch auch Machok, oder? Machok. Machok? Nein, eigentlich nicht. Da ist ja ein. Ach genau, warum wird denn Macholo dann Macholo heißen und nicht Macholo? Warum würden die dann nicht SCH benutzen? Würden die ja auch machen. Ne? Trainer Coach Adam Sandler. Ich bin gegen solche. Ja, mach ruhig. Was denn sonst? Nein, ist egal. Ich glaube, warte mal, Kampf. Knuddler war gut gegen Kampf. Oder? Knuddler war gut gegen. Oder war es andersrum? War Fee gut gegen Kampf? Ich glaube, Fee war gut gegen Kampf. Fee war gut gegen Kampf. Okay. Oder? Ich probier's. Oder war es andersrum? Nun machen wir gleich, dann wissen wir das Mysterium. Aber ich glaube, es war Fee gegen Kampf. Oder? Drück einfach auf A, dann finden wir es heraus. Oh, Elektrik, okay. Doch nicht. Ist dir klar, dass Elektrik kein. Ja. Aber ich hab nie. Flammenwurf. Irgendwas stimmt mit Tom nicht. Irgendwas. Der hat bestimmt Langeweile. Vielleicht feiert er das Let's Play gar nicht so. Tom.exe Histerburken. Der findet uns vielleicht zu langweilig. Kann ich verstehen. Ich auch. Ich habe heute viele Hundepup geschnuppert. Du sollst dich da nicht reinlegen. Hallo. Willkommen im Kampf-Dojo. Ich bin der Karate-Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Hiya. Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse.
Haja! Geil. Ah, danke, eins. Oh. Gesegnet sind diese Gegner, die ein Pokémon haben. Wow. Ein Krapuzzi auf Crack und Steroiden. Geil. Nicht Knirscher. Knuddler. Leonardo, guten Tag. Hi. Hallo. Bam, guck, weg mit dem... Tschüss. Weg mit dem Rotz. Und dabei sind unsere Pokémon halt eigentlich keine höhere Stufe, sondern auf der gleichen. Bin nicht müde, hab nur keinen Bock mehr auf meinem 300-Euro-Stuhl zu sitzen. Gib mal einen, ich hab hier nur so einen 10-Euro-Stuhl. Das ist mein alter Ikea-Stuhl. Ja, besser als nix, so, ne, aber trotzdem. Ich hab auch einen 300-Euro-Stuhl zu Hause. Nö. Ich brauch keinen 300-Euro-Stuhl, ich hab eine 50-Euro-Tastatur. Von vor 10 Jahren? Ja. Leonardo, ich glaube, du hast dann S vergessen am Ende. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, du wolltest Keks schreiben. Voll nett von dir. Da ich flehe dich an, das Emblem unserer Kampf-Dojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Oh! Kickli! Kick! Nog. Das ist auch völlig frei wählen. Wen nehmen wir, Chat? Lass mal eine Abstimmung machen. Zwei Leute. Ich nehm Nocturne. Nein, warte doch wirklich mal ab. Aber ich mag Nocturne mehr. Lol. Sag mal, schreib einfach Nocturne hin. Der Erste, der schreibt keiner. Komm. Was? Weil man Leonardo für 10 Sekunden in den Timeout versetzt. Tom missbraucht seine Macht hier richtig. Ich bann Tommy erstmal. Der mit dem runden Kopf. Also sagst du jetzt, der Rechte hat einen roten Kopf, damit du den... Ja. Dann entscheide dich für Nocturne, den Meister des Boxkampfs. Oh, ja! Oh, scheiße. Ja. Dankeschön, Karate-Meister. Wer, du hast ihn jetzt vergrault, Tom. Uff. Der hat ein Tütü. Wir können den Pokédex gar nicht vollkriegen. Ne. Weil wir den nicht tauschen können. Ja. Außer... Pokémon Go. Mit Pokémon Go geht das. Wir können die aus dem Pokémon Go-Pack holen. Peter. Da geht es, da können wir den Pokédex vollkriegen. Nein, Schnubbelt. Tschüss. Oh, der will auch mit. Willst du auch mit? Kann ich den haben? Jetzt noch nicht gierig werden. Ich habe mitgekämpft, ich brauche den auch. Pikachu Donnerblitz. Los.